nicht, aber Marc hat er jetzt die Chance ergriffen. Ja, ist natürlich eines der schönsten Augenblicke der letzten Jahre. Ich muss wieder fragen, 46 oder 47, wie kann man denn unterscheiden, sind ein Zweig zu den 45. Es ist ein Cadillac Series 62 von Gentleman. Ein Auto im klassischen Hybrid-Position-Power-Team, dieses herrliche Hellgelb. Ja, ein Auto mit einem Alle die, die jetzt meinen, dass es ihnen leicht in ihrer Punktzahl so weit liegen, dass sie einen Pokal kriegen, bitte mal zuhören. Ja? Die Jury muss jetzt mal kurz die Punkte zusammenrechnen. Es dauert 10 Minuten. In der Zwischenzeit kommt unser Freund Shelvis. Ja, und macht hier noch eine ganz kleine Elvis Presley Revival-Nummer, so wie er es gestern schon wunderschön gemacht hat. Und danach ruf ich die Gewinner hier auf und dann kommen wir mit allen ihren Autos hier nochmal zu Bühne. Also die schönsten Autos aus 2 Tagen Bühnenpräsentation kommen wir nochmal zu Bühne. Und jetzt, wo ist er da? Ist er schon? Da steht er.
jetzt geht noch ein bisschen lauter. Komm mal. Lauter! Rauschen over, rauschen over. Yeah! Und alle zusammen, wo seid ihr? Meinecke und Roland Wildhausen. So, Jens Borchmann, Thorsten Albers, Sammy 57, Florian Köppe, Podia 52, Willigrip, Kevin 56, Nils Meyer, Sammy 55, Michael Wünschen, Borchmann, Norman Wünschen, Kuchen, Norman Wünschen, André Höhle, 47, Herrn Carsten Schott, 1915 und Holger Schönbrenner Ford, 1931. Indo Disco, Stefan Heuer, Peter Selle, Thank you.
Applaus von euch brauchen wir natürlich hier an dieser Stelle. Woo! Something that somebody said, because they started together walking. It just knew that the world would not be cursing or forgiven when I walked along some railroad track and find. Moving on a back road by the river, the memory and for hours. Ja, und mit Bibi Eide zusammen kommt hier ein wunderschönes kleines Auto auf die Bühne. Hier unser Freund Perry aus Holland mit einem wunderschönen Original Steel Buddy. Hinten dicke Pellen, vorne flach. Ein wunderschöner Chevy Camaro aus der ganz wilden Zeit, die mittlerweile ausgestorben ist. Erster Preis Street Machine hier bei uns an diesem Wochenende. Ihr seid wieder dran, Freunde. Der Applaus ist immer das Wichtigste für die Kids, die hier solche geilen Sachen auf die Bühne gebracht haben. Wow, Hammer der Saison. Dankeschön. Hau rein. Gar nicht schlecht, ne? Ja, an zweiter Preis hier bei uns auf der Wheels Bühne. Ja, da gibt es natürlich noch mal ein schönes Foto und immer noch mal ein kleiner Applaus. Ein richtig gutes Auto. Es ist so ähnlich wie mit der Frau vom Nachbarn. Man möchte schon gerne mal draufsteigen, aber man darf sie natürlich nicht erwischen lassen. Ne? Das ist der Witz an der Sache. Er passt gut rein. Lass ihn packen. Danke dir fürs Kommen. War schön. Och, die Leichen sind gar nicht mehr drin nochmal. Ja, die sind ja Zombies geworden, ja, und wandeln hier zwischen uns herum aus der Serie New Age für diesen fantastischen Joey Grossmaster Leichenwagen hier den zweiten Preis bei uns auf der Wheels-Bühne. Da geht's schon los. Ja, wenn ihr das gesehen hättet vorhin, wie wir da drin gelegen haben, Heidewitzka, Kapitän, eine ganz tolle Nummer. Lieber noch so einen kleinen Applaus hin, so ganz vorsichtig. Einmal kurz das Bier aus der Hand legen und schon geht es wieder zur Sache. Aber wie? Dankeschön. You know I love you. You know it's true. Glauben. Erster Preis Oldstyle. Hier bei uns bei Wheels. Ein geiles Auto. Yeah. So muss man es machen. Hey, alles Gute. Und damit kann man fahren, jeden Tag rumfahren. Mit eingebauten großen offenen Sonnendach. Ja, wo gibt es sowas mehr? Unfassbar. Ein Auto mit der Optik von 1930.
und einer modernen Technik drin. Das war das alte Hot Rod Feeling, Freunde. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Oh, da haben wir ihn schon. Hey, danke schön. Bleib uns treu. Something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just no Auch wieder ein absoluter super Winner hier. Ja, ein unfassbar geiles, tolles Auto. Ein Ford T-Modell von 1915. Und er fährt damit rum. Das muss man sich vorstellen. Unglaublich. Ah, Hammer der Saison. Freunde, erster Preis, Klassik, überhaupt gar keine Frage. Ja, das ist doch ein Brummer schlechthin. Da gibt es ihn schon. Ein Riesenapplaus. Hier, der ist für dich. My big brother, the coal pile, and a dirty hat, pulled over across the face. Cup hands round a tin can, I pretend I'll hold it to my breast and find. Mann, was für Autos haben wir heute an diesem Wochenende hier. Das hat's, glaube ich, noch nie gegeben. Unfassbare, tolle Geschichten. Ja, und auch dieses Auto sieht im ersten Moment auch aus wie ein ganz normales Auto von 1954. Es ist ein Chevrolet, zeittypisch ausgelassen, aber auch mit einem Airride-Fahrwerk versehen und moderner Technik da vorne drin ein bisschen. Deswegen der dritte Preis Custom hier bei uns. Da vorne gibt's ihn. Die Girls übergeben das gern. Ja. Und da kommt der Applaus dann gleich wieder von selber. Nur geil, sag ich dazu. Absolut schön. Dankeschön. Danke fürs Kommen, Freunde. Spaß. Ebenfalls das Auto, ja, ich sag nur, immer wieder begeistert. Ja, mit ein bisschen Glück, einfach nur geil. So. Der zweite Preis Pickup für diesen fantastischen 42er GMC Truck. Hammer der Saison, eines der schönsten Autos, schlechthin. Ein riesen Applaus. Ja, so, dann wollen wir mal gucken.
du bist gleich dran. Eine Sekunde. Jetzt. Aber unsere Drecksal-Leute einmal hier. So, da sind sie alle. Also, Freunde der Nacht, das ganze Team. Ich sag nur, die ganze Drecksal-Aktion war natürlich der Hammer der Saison. Das macht Spaß, das macht Freude. Seit ewigen Zeiten dabei. Ein super Team. Hey, wo seid ihr? Alle im Set für ein schönes Foto. Da gibt's einen Pokal. Für Best Sound und lauter geht es natürlich überhaupt nicht. Aber die haben uns auch ganz viel beigebracht. Und wir haben schon gesagt, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier. Ja? Und innerhalb dieses Bildungsauftrages haben wir heute wieder ganz viel gehört. Einfach drauf. Wow. Fantastische Buick Electra von 1961. Ja, ein absolutes Top-Auto, sehr selten bei uns. Guckt euch dieses Auto an, diese Farbkombination, alles das, was einfach nur geil ist. Hier bei uns der dritte Preis, 60er Jahre. Wow, hat er verdient. Perfekt. Danke. Hier von 1952 hat hier den ersten Preis 50er Jahre gemacht. Da haben wir ihn schon. Kein Wunder, ein unglaublich geiles Auto. Auch hier stimmt einfach alles. Höchste Punktzahl. Just walking down the street singing. Als der tollste Geschichte überhaupt, erster Preis, was ich kann. Was soll ich dazu sagen dabei? Hey. Wow, da ist er. Ein super geiles Auto, eins der schönsten Autos der 60er Jahre und ja, schon ewig
schon ewig in der richtigen Abteilung. Hau rein. Ja, und auch dieses fantastische Auto darf hier natürlich ungeküsst vom Platz gehen. Dieser herrliche El Camino, seinen wunderschönen Zustand, leicht customized mit den geilen Flammen. Erster Preis Pickup bei uns. Das bedeutet nicht nur ein zweitklassiger Applaus, sondern natürlich ein erstklassiger. Ja, du kannst nicht draus trinken, mein Lieber. Charger 1971, 72er Jahre, da wird er schon gegeben. Ja, und was hat er vorhin erzählt? Das Auto ist schon längst vererbt. Tja, man weiß es nie. Wollen wir dafür noch einen kleinen Applaus machen, Freunde? Da haben wir ihn schon. Dankeschön. Applaus geben. Dankeschön. Aber ein bisschen müssen wir noch. Die Autos sind auch das nächste Auto, kommt aus den 80er Jahren. Das ist ein DeLorean, eines der
Debris siehst, Autos, Freunde der Nacht, einfach super geil. Ja, das ist halt der Hammer. Erster Preis 80er Jahre. Das passt. Ja, und ihr wisst, Freunde, wer in Zukunft ein bisschen mehr über diese Vielfalt der amerikanischen Autokultur wissen möchte, der kann in mindestens 2 Wochen mal Ottos US-Garage anklicken. Wir fangen langsam an reinzustellen. Vorsichtig, 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 aber bitte einfach mal dranbleiben. ottosusgarage.de. Da wird es richtig zur Sache gehen. Wir werden tolle Sachen vorstellen und ich hoffe, ihr seid dabei bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wenn man heutzutage ein ganz modernes Auto kauft, mit einem richtig Schmackes drin, dass die Laube glänzt, das ist ein Dodge Challenger. Ja, der RT reicht nicht mehr, wie sie früher dazu gesagt haben. Jetzt heißt es SRT, also noch ein besser. Wie auch immer, aus der Serie New Age hat er hier den ersten Preis. Ja, kann man heute kaufen. Viel besser als BMW, ist doch klar. Ich danke euch, Freunde. Hau rein. Fahrt ihr nicht tot damit. Schöne Ford Coupé von 1963, ganz original im ersten Lack, mit wunderschönen kleinen Details behaftet, aus der Serie Best Original 60er Jahre hier der erste Preis. Darin, ja, da freut er sich. Ja, und es gibt gleich wieder einen anständigen Applaus. Auch so kann man Autos kaufen. Wir haben es gesehen, durch Zufall, wie auch immer. Wunderschönes Teil erwischt. Alles Gute, Dankeschön. Ja, jetzt kommt natürlich wieder ganz was anderes. Da bin ich mal ganz gespannt. Ob der so auf der Bühne schafft, so flach wie er ist, ne? Er muss vorne hin, ne? Ja. Und er wollte unbedingt hin. Hey, geil Nummer, sag ich nur. Hey, mein Schöner, hast du dich erwischt? Nicht, aber den Pokal für ein ganz anderes Auto, mit dem er gestern hier war. Nämlich für einen 1950er Jahre. Also, wollen wir mal was sagen? Das Ding ist hier. Thank you.
so aus, als wenn er gerade letzte Woche das Werk verlassen hat. David schon. Bitte schön. Dann schnell geht das hier. Ich kann es nicht. Ja. Der kleine Applaus war schon dabei. Wunderbar. Hammer der Saison. So ein Auto muss man erstmal finden. Er hat es tatsächlich gemacht. Ein Corona der Saison. Alles Gute, mein Bruder. Das sind die Büsche. Von schlechten Eltern. Und diesen Lowrider-Pokal ist natürlich unser Freund Lenzi. Traumkabarett haben möchte, er ist natürlich bei diesem schönen Kabarett immer auf der richtigen Seite. Aus der Serie 70er Jahre, Ritter von Freiheit. Lass sie dich packen.
wunderschönes kleines Auto, eigentlich ein großes Kompakt-Car, aber deswegen immer noch richtig geil. Ein schöner Preis der 70er Jahre. Hier für euch heißt es mal wieder einen ganz kleinen Applaus und ihr seid gleich erlöst. Dankeschön. Hau rein. Da gibt es diesen geilen Schlangenstriptease mit Salma Hayek, das kennt man ja. In Wirklichkeit war es Jenny, ja, ja. Wir wissen das. So, das gibt ein. Es gibt ein Special Wheels Cup für dieses wunderschöne, sehr hoppla, sehr seltene Auto. Es ist ein Aufbau, den man nicht an jeder Ecke findet. Etwas ganz Besonderes von Alien. Muss man einfach mal sehen, ist eine kleine Rarität. Deswegen kriegt er einen wunderschönen Preis dafür. Dankeschön. Hau rein, mein Lieber. Alles Gute. Ein unglaublich geiler Street Rod, ein Hot Rod, komplett selber gebaut, mit ganz viel Können, ganz viel Wissen. Wenig, weil man weiß es ja nicht genau, und immer was Falsches sagt, muss man ja den anderen mal fragen. Das war geil. Moin. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns hier im nächsten Jahr wieder auf dem Holy Ghost, auf der Wheel Show mit der ganzen Truppe. Freunde der Nacht, lasst euch nicht erwischen, kommt gut nach Hause und wir sehen uns. Ihr wisst, denkt immer daran.